Immerhin führen wir den Krieg mit 5%. Kann ich eigentlich schon irgendwie... Achso, nee, das sind die feindlichen Forderungen. Das kannst du vergessen. Okay, das will er nicht. Verlangt Summe 40%. Selbst wenn... Warte mal, wenn ich jetzt nur den einen mache, will er mindestens 7% haben. Alles klar, da muss also noch mehr passieren. Wie schaut's denn aus? Haben wir jetzt hier langsam aber sicher mal die Verteidigungen zerstört? Jawohl, dann würde ich sagen, Truppen landen. Jetzt bin ich mal gespannt. Vor allem, was die Titanen machen. Die müssten das Ganze ja eigentlich überrennen. Förmlich. So, und das müsste jetzt rein theoretisch eine Reaktion vom Gegner auslösen. Und ich kann gerade mal... Hallo? Jetzt hat er wieder automatisch gespeichert. Oh, das ging schnell. Das ging aber sehr schnell. Kann ich jetzt nicht sagen, dass die starten sollen? Alle entsenden, hier. So, in Ordnung. Dann fliegt ihr mir mal da hinüber. Also die Titanen, die sind der absolute Oberburner, was das angeht. Die hauen da rein wie, ja. Oh, da haben wir ein schönes Sternensystem. Wie haben. Das sieht ja schick aus. Okay, wir haben 10%. Kann ich jetzt rein theoretisch, müsste den hier... Verlangt zum 7% Forderungen übermitteln. Zum Stellen werden mindestens 20 Kriegspunkte benötigt. Ich bin bei minus 1000. Hä, was? Verlangt Summe 17%. Ich hab doch 10%. Warum will er jetzt hier 7? Verstehe ich nicht so ganz. Boah, okay. Ich mach dich gern noch weiter fertig. Absolut kein Thema. Ich sollte allerdings auch mal dabei bleiben, damit das möglichst schnell geht. Und vor allem sollten wir diese Megaflotte hier lassen. Die könnten wir übrigens auch mal aufleveln, ne? Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Okay, das... fliegst du drauf, die geben freiwillig schon auf einfach. Okay, hallo. Ey, dieses automatische Speichern oder was auch immer er da macht. Ja, sag mal, ganz kurz, Entschuldigung. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, auf was das eingestellt ist. Gameplay? Auf monatlich, willst du mich verarschen? Weil jedes Mal, wenn der speichert, werden die Eingaben von Maus und Tastatur nicht übernommen. Wenn du irgendwelche Flottenbefehle oder sonst was erteilen willst, dann ja, denkt sich das Spiel einfach mal, weißt du was, guck mal, wir haben plus 6 Nahrung im Monat. Wow. Okay, das System haben wir, dann würde ich sagen, fliegen wir gleich darüber ins nächste? Ja, nee, doch, kann man machen. Beziehungsweise halt die Transportflotte, Alter, die Transportflotte mal nicht. Die bleiben mal bitte da, wo sie sind. Werden noch weitere Schiffe produziert eigentlich? Wir sind ja eh schon überm Flottenlimit. Was sagt mir er hier? Flottenstärke ebenbürtig, das gefällt mir gar nicht. Wow, eine 464er Flotte. So, wo schickt denn der die hin? In unserer ganzen Sensorreichweite ist nichts. Absolut nichts. Also keine Ahnung, wo er die bunkert. Vielleicht wartet er einfach nur auf eine passende Gelegenheit. Ich weiß es nicht. Was sagt er hier? 2 Monate noch, dann sind die neuen Antriebe fertig. Die sollten wir definitiv einbauen. Und dann gehen wir auf Waffentechnologie. Und huch, was denn jetzt schon wieder? Alter, wieso werde ich eigentlich immer im Let's Play angeschrieben von den Leuten? Wer will denn was? Warte mal. Oh! Oh, Sekunde, da muss ich ganz kurz antworten. So, okay. Hostile Fleet sighted wurde... Ach, die 464er, das ist der Hustenanfall da. So, wie schaut's denn mit der Third Legion aus? Ach Gott, die muss ja erst zurückfliegen und dann wieder dahin. Und ich kann hier natürlich nichts bauen, oder? Kann ich hier theoretisch... Ich könnte hier eine Wurmlochstation hinsetzen. Das würde das Reisen wirklich, wirklich vereinfachen. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich werde hier auch nochmal auf Pause gehen, weil ich möchte den Krieg hier unmöglich verpatzen. Was haben wir denn? Wir können Festungen bauen, Trägergeschwader, Mineralverarbeitung interessiert mich gerade überhaupt nicht. Und lebendes Metall, Weltraumtorpedos. Panzerungsdurchdringung, Schilddurchdringung. Aber... Wobei, unser Gegner setzt kaum auf
Oder doch, der hat Punktverteidigungssysteme und Flak-Systeme. Das ist also nicht so geil. Ja, wie lange dauert denn das? 14 Monate und das Trägergeschwader 29. Komm, wir machen Weltraumtorpedos. So, wo war ich jetzt gerade? Tianqi Space Whale. Weißt du, was geil wäre? Wenn wir von hier oben, von dem Zantaris-Schwarzen Loch, diesen Leviathan packen könnten und da unten irgendwo in sein System reinschmeißen könnten. Es wäre so geil. Ich würde es wirklich so feiern. So, ihr fliegt mal alle bitteschön wieder nach Gamma Prime. Sag mal, ich kann doch bei Gamma Prime auch Schiffe produzieren, oder? Und es antwortet schon wieder. Das ist wunderbar. Ich kann hier tatsächlich Schiffe produzieren. Auf was bist du? Korvettenzerstörer? Korvetten und Zerstörer. Korvettenzerstörer wäre bestimmt nicht verkehrt. Geldtechnisch, wie schaut's aus? Ja, geldtechnisch schaut's eigentlich so aus wie immer. Machen wir das einfach mal so. Okay, oberflächentechnisch. Hier können wir nochmal ein paar Sachen upgraden. Alter Schwede, was wir hier alles upgraden können. Ja, hör mir auf. Aber ansonsten haben wir jetzt schon langsam alles... What the f... Wir haben nichts ausgerüstet. Nichts aufgerüstet, meine ich. Also, hier weiß ich schon. Hier, Bergbaunetzwerk. Wir sollten nämlich schauen, dass wir schon langsam mal ein bisschen Mineralien reinbringen. Es wäre empfehlenswert. Die Energieversorgung sieht momentan noch ganz gut aus, aber die Mineralien machen mir so ein bisschen Probleme momentan. Deswegen Bergbaunetzwerke hier auch nochmal. Ein Bergbaunetzwerk. Und habe ich irgendwelche Bewohner, die ich da hinsetzen kann? Die natürlich nicht. Ich gebe die jetzt hier einfach mal in Auftrag. Ja, Feindflotte. Wo denn? Was denn? Ja, die 20.000. Wo sind die wieder? Kadott. Ja, mal schauen, ob sie was machen. So, wie schaut es jetzt bei euch aus? Hallo? Greift mal da an. So, hier sieht's. Ja, danke für die Info. Das kriege ich selber mit. Die Transportflotte, die 16er, die können wir hier eigentlich auch mal reinschicken. Hier ist es relativ ungefährlich. 15%. Wo will denn der hin? Wo will der mit der 20.000er Flotte hin? Das ist ja jetzt schon wieder eine neue Flotte. Ja, leck mich doch. Sag mal, was hat denn der hier für Flottenwerte? Immer noch ebenbürtig. Das glaubst du ja nicht. Und jetzt ist er wieder weg. Der reist jetzt irgendwo hier rüber. Oh. Warte, reisen die weiter? Reisen die weiter oder greifen die an? Ne, die reisen weiter. Der jumpt die ganze Zeit nur. Und da schickt er sein Konstruktionsschiff rein. Kann ich das irgendwie abfangen? Gerade nicht wirklich. Was ist denn schon wieder? 20.000er? Ja, gratulazione. Ah, er kommt langsam aber sicher hier runter. Ich glaube, das ist so eine Reaktion von ihm. Was ist denn... Mal so eine Frage. Aber kann ich hier... Ne, ich kann hier keine Festungen hinbauen, aber er soll seine Wurmlochstation da bitte mal platzieren. Und da ist... Okay. Okay. Interessant. Ich glaube, wir provozieren gerade tatsächlich eine Reaktion von ihm. Wir sollten die Flotten von Gamma Prime dem Ganzen hinzuziehen, weil der kommt uns hier gefährlich nahe. Der fliegt... Ja, doch, der... Nein, nicht evading. Och, nicht schon wieder. Diese blöden Konstruktionsschiffe. Ehrlich, sie regen mich langsam auf. Nein. Abbrechen. Oh, immer dieses ausweichende Geheule. Das ist furchtbar. So, wir schicken jetzt mal beide Hauptflotten hierher. Weil es ist wirklich offensichtlich, was er vorhat. Und den kriegen wir aber definitiv klein. Oder können wir uns vorher noch irgendwo treffen? Und vereinen? Nein, nicht wirklich. Wie schaut es eigentlich da aus mit der Oberfläche? Sind die jetzt am Landen und besetzt? Achso, ja, landet mal und greift an, weil die haben ja hier ihre Befestigungen gerade wieder am Aufbauen. Was ist jetzt schon wieder? Ausweichende Feindflotte, ey, ganz ehrlich. Deploying pacification troops. Ja, die soll mal aufräumen da unten.
Okay, unser Konstruktionsschiff ist scheinbar zerstört worden. Ich frage mich nur, was soll ihm das jetzt bringen? Er hat absolut keine Landungsschiffe. Hostile planet pacified. Nice. Und er fliegt wieder weiter. Wir werden jetzt definitiv unsere zwei Hauptflotten mal vereinen. Oh, 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 oh. Energietechnisch sieht es gerade ganz scheiße aus. Du geh mal darüber. Ja, dann läuft die Forschung da halt nicht wirklich weiter. Das ist mir mal gerade mal relativ Wurst. Wurstbrot. Ich hätte jetzt gern ein Wurstbrot. La 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 la. Dich schicken wir mal da zum Energieforschen. Dich schicken wir zum Energie produzieren, meine ich, nicht forschen. Produzieren. Was zum. Können eigentlich unsere Transportflotten es mit einem feindlichen Konstruktionsschiff aufnehmen? Ach nee, es ist ein Forschungsschiff. Sag mal, geht das? Wenn ich jetzt sage, greift mir den an, bitte. Hier Armeen. Alles entsenden. Ne, können sie gar nicht, weil sie über gar keine Waffensysteme verfügen. Ihr sofort vereinen, und zwar Dully. Wir können die reparieren und aufrüsten. Wo ist eigentlich die 20.000er Flotte? Die ist noch hier. Jetzt hat er sich doch entschieden, hier zu bleiben. Du gehst mir in die Falle, genauso wie ich es geplant habe. Okay. Alter, ganz ehrlich, wie lange brauchen die denn, um sich zu vereinen? Also super langsam, die Kisten. Was sagt eigentlich die Forschung? Die komischen Torpedos sind bald fertig. Kann ich... ja, stimmt. Ich sollte vielleicht mal ganz kurz... hier. Ach, Alter, jetzt... Oh, nö. Jetzt geht das wieder los, dass die Energieversorgung hier nicht passt. Oh, das ist bescheuert. Das ist total bescheuert. Jetzt muss ich quasi die Schilde oder die Panzerung abzwacken. Haben wir hier nicht irgendwas anderes mit Punktverteidigung? Nee, haben wir nicht. Haben wir vorne irgendwas anderes? Nee, haben wir auch nicht. Kacke, kacke, kacke. Schilde? Sollen wir die Schilde runternehmen? Im Endeffekt ist es egal, ob Schilde oder Panzerung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal. Na. So, bei denen geht's einfach so. Bei denen passt es natürlich energietechnisch hin und vorn gar nicht. Die haben allerdings auch nichts anderes, ne? Die haben ja nur Panzerung, die Teile hier. So, die Kreuzer, die sollten... Oh, die haben auch nicht genügend Energie. What? Was ist denn da los? So, ja, Energieüberschuss. Hauptsache, die haben zu viel Energie. Ach nee, war Kreuzer. Hier. Hier muss ich noch hin. Und da einmal die Nachbrenner drauf. Boah, die fressen ganz schön viel Saft, ne? Muss man ja mal so sagen. Was hat denn der Plasmawerfer eigentlich auf einem M-Slot für Werte? Reichweite 60 plus 60% Panzerungsdurchdringung. Schaden 18 bis 27. Und die machen Schaden 10 bis 15. Das heißt, und haben was für eine Reichweite? Reichweite 100. Okay, warte, ich speichere den mal ganz kurz ab. Jetzt möchte ich was ausprobieren. Wir sind jetzt bei Schaden 83, 68. Okay, macht definitiv weniger... Viel, viel weniger Schaden. 93... Was haben die für eine Reichweite? Reichweite 90. Aber wir könnten das mal versuchen, oder? Dass wir die aufleveln. Ich meine, einfach mal so 10 Schadenspunkte mehr. Das ist schon ein spürbarer Unterschied. Und ich kann ja eigentlich auch... was macht denn ihr eigentlich? Schaden 10 bis 22 und ihr 25 bis 40. 17 bis 53, haben zwar eine geringe Reichweite, aber wenn ich die jetzt reinsetze, 93,5 haben wir jetzt. 91,3. Nee, pass mal auf, ich gehe mal hier bei den Kreuzern komplett auf KI-Raketen. Bin gespannt, was das anrichtet. So. Okay, ihr Jungs, da rein. Das wird jetzt ein Spaß.
aber ich habe so das Gefühl, dass ungefähr die Hälfte unserer Flotte im Kampf gegen seine Flotte draufgehen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher.